Frohes Neues und herzlich willkommen zum Jahresrückblick 2021. Wir haben viel in diesem Jahr erlebt. Und das war das erste Jahr mit so gut wie dauerhaft regelmäßigen Videos auf diesem Kanal. Das Jahr startete mit dem Video neue Bremsen und Bremsscheiben an meinem Bike und ging weiter mit Bunker unter Wasser der verlassenen Nazi-Bunker, was mittlerweile gute 1400 Aufrufe hat, bis hin zum letzten Video im Jahre 2021, überall freie Chemikalien und Labore, das verlassene Chemiewerk. In dem Jahr haben wir auch angefangen mit Biwak und Winterbiwak. Das Jahr war auch zum Thema Lost Places ein sehr spannendes Jahr, zum Beispiel mit Wir werden vom Besitzer verfolgt oder auch Hunde bewachen Lost Place. Dann hatten wir auch schon die 200 Abos geknackt und haben das 200 Abos Special gemacht. Verlassene Geisterstadt mitten in Deutschland. Wir hatten dann auch noch ein paar Storm-Videos und dann haben wir auch was zum Thema Geistern gemacht. Dann hatten wir sogar, was wir alle tatsächlich nicht mehr mitbekommen haben, ziemlich schnell die 300 Abo-Marke geknackt. Dann war es soweit. Benny zog nach Leipzig, was natürlich auch erstmal für uns etwas schwer war, weil es immerhin an die 500 Kilometer sind, die zwischen uns liegen. Wir hatten ja auch Videos, die eher auf Musik und Zeitraffer ausgelegt waren, die aber auch nun mal nicht für jedermann sind. Wir hatten die Sachsen-Tour 2.0 gemacht, wo auch nochmal Benny bei den letzten zwei Videos für dieses Jahr dabei war. Zu Sachsen-Tour 2.0 gehört das verlassene Geisterhotel, verlassenes Krankenhaus Oppenheim mit Security und auch das verlassene Chemiewerk. Leider ist die Sachsen-Tour 2.0, also die Fahrvideos etc., gestrichen durch den Dateiverlust. Und nun ist das Jahr 2021 zu Ende. Ein großartiges Jahr. Und nun kommt das Jahr 2022. In diesem Jahr wird es nochmal ganz anders werden. Wir haben schon einiges geplant für das Jahr und auch Benny macht nun seine Videos für BenUL, aber das seht ihr dann. Ich oder auch wir wollen uns für das geile Jahr 2021 bedanken. War zwar ein relativ kurzer Rückblick, allgemein ein kurzes Rückblickvideo, aber ich wollte das trotzdem machen, weil es hat trotzdem eine Geschichte. Das Jahr 2021 war echt ein geiles Jahr. Was ich nochmal sagen wollte ist, das Jahr war nur für YouTube ein gutes und großartiges Jahr. Nicht für mein Privatleben persönlich, war zum Beispiel auch, dass mein Hund verstorben ist im September. Oder dass mit der Flugkatastrophe ist natürlich nicht so geil. Und mit Corona auch nicht unbedingt. Es geht nur um YouTube. Und nun war es das mit diesem Video. Lasst doch gerne ein Like und Abo da, das würde uns helfen und freuen. Und damit auf ein gutes neues Jahr 2022. Tschüss. Just to keep me sane, my world is finally starting.
is me. Also be this could go on for